Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu Race Room Experience mit unserem Volvo S60 Polestar TC1 in Spa-Francorchamps. 10. und vorletzter Lauf. Ich starte hoffentlich von der 8, obwohl jetzt habe ich ein bisschen mit dem Mikro wieder herumgedoktert. Da sind wir schon auf die 10 zurück, von der 8 auf die 10. Wir werden aber trotzdem fahren, obwohl wir könnten noch eine Quali-Runde fahren, aber nö, so wäre ich so ein bisschen Spaß. Gut, dann würde ich sagen, Durchgang beenden. Erster ist Norbert Michelis, so wie es ausschaut. Vielleicht können wir in der ersten Schikane da ein bisschen ein paar austricksen, mal schauen. Schauen wir uns mal die Startaufstellung an. Norbert Michelis vor Lopez, ja, zwei Top-Piloten. Soundtrack geht noch ein bisschen verzögert, witzigerweise. Jetzt passt aber. Fischer, dann Müller. Ja, der Grüne hier, der Honda. Honda geht hier gut anscheinend. Noch ein Honda. Montero, Thompson aber da am Start. Benane, Chilton, Huff und jetzt. Ah, Ekblom, okay, da sind jetzt wir, Bernie Baum, neben Nicky Katzberg. Gut, hinter unserem Volvo-Kollegen, Witt, heute ist wieder manuell unterwegs, Stichwort Steuerung. Oh, Leerlauf, eieiei. Da haben wir gleich mal unseren Teamkollegen zumindest überholt. Ja, die ist hier nicht einfach. Die Orange. Da muss man ein bisschen aufpassen. Was ist denn los? Zweimal in die Wiese gerattert. So, das kleine, durch die kleinen Techtelmechtel sind wir da wieder rangekommen. Mal schauen, wie die KI hier über die ganze Runde fährt, im Training und im Quali quasi, waren sie eigentlich ganz gut unterwegs. Also normal, ohne irgendeinen gröberen Schnitzer, werden wir jetzt im Rennen natürlich sehen. Benani vor uns, hat er nicht in echt Ungarn gewonnen, ich glaube zumindest einen Lauf. Irgendwo habe ich da kurz den Sinnenlauf gesehen, sonst finde ich es in echt jetzt irgendwie gerade nicht so spannend. Ja, da muss ich wieder ein bisschen früher aufs Gas, dass er mal hinten nicht so ausbricht, ich weiß. Was ist hier hinten zwischen beiden durch, oder was? Ja komm, bitte! Da wären wir schon 9. Das ist natürlich geil. Eigentlich wollte ich zurückschauen. Falsche Taste. Ah, da bin ich ein bisschen vorsichtig, aber es geht. Ich glaube, die KI fährt es auch nicht voll. So, jetzt nicht auf die Wiese mit der ersten Runde. Nicky Katzberg hinter uns.
aber auch aufpassen mit der Links, dass ich da nicht zu viel aufs Körb komme. Weil ich da nicht unter Umständen doch ins Rutschen gerate. Chilton vor uns, Tom Chilton. Schauen wir, ob wir da rankommen. Ah, der war nicht so geil. Ah, geht sogar noch schneller, wenn man es gut erwischt. Oh, holy shit. Jetzt waren wir leider da zu weit weg, dass wir den überholen hätten können. Chilton geht aber vorbei an Thompson. Lopez erster. Michaelis, schätze ich mal, tief zweiter. Oh, wow. Leute. Aha, da war es euch nicht ganz einig, oder? Rob Huff von mir. Ja, der neue Honda wäre auch ganz witzig zu pilotieren. Ja, genau, voll am Gas dranbleiben. Vorher ein bisschen lupfen nur. Und dann voll am Gas bleiben. Dann passt das schon. Müller dritter, ja, dann kann Montero nur zweiter sein. Michaelis, sorry. Oh, der DTM könnte ich mir hier aber auch extrem gut vorstellen. In Spa. Ah, die liegt mir generell nicht so. Boah, da ist ein Chilton hinter mir. Ach du Scheiße. Ja, da kriege ich einen kleinen Vorteil in der schnellen Links. Hier gut raus, einen schwingenden Schwung mitnehmen. Und dann, wenn es geht, nicht verschalten. Oder nicht zu spät schalten. Zum Glück wird man hier nicht so ermahnt wie beim Quali. Boah, kommt's, wenn ihr nicht weiterfahrt, fahr ich. Sorry, Rob. Nice! Fünfter! Boah, das ist immer wieder so eine bisschen eine Zitterpartie.
Ah, jetzt haben wir genug Vorsprung nach hinten. Jetzt hängt uns keiner im Genick hier. Na, ich muss mir auch mal trauen, ein bisschen mehr einzulenken. Dann geht das schon. Ah, jetzt noch. Oh. Jetzt habe ich wirklich verschalten. Irgendwie verdrückt, keine Ahnung. Nach vorne Montero, Lopez, jetzt wird schon. Da sind schon die schnellen Jungs da vorne. Es geht ja eh halbwegs voll hier. Ja, 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 ja. Richtig einlenken heißt es, ne? Wow! Oh, fuck! Ah. Der ist wieder ärgerlich. Gibt's ja nicht. Ah, verdammt! Was war denn da jetzt los? Es wird zumindest kein Podium heute mehr und hier Rob Huff schon mächtig am Rudern. Und vorbei hier an Hafi. Na, jetzt wären wir wohl vorne schon dran an Lopez. Hätten wir diesen Fehler nicht gehabt, aber da haben wir mehr Glück als Verstand gehabt eigentlich. Was war da im sechsten Gang? Keine Leistungsannahme mehr. Na, es war zu bergauf im sechsten, da mit einer etwas niedrigeren Drehzahl. Da hat er. Ja, das war nichts. Da müssen wir runterschalten. Rob Huff noch mal hinter uns.
Ah, wir sind fast zu schnell beim Eingang. Ja, ist ja schon letzte Runde, da kommt noch eine. 20 Sekunden, das könnte eng werden. Wir werden es gleich merken. Nein, die geht ja eh voll. Die geht ja eh voll. Ich brauch's nur richtig fahren, ich Depp. Hätte ich schon ein bisschen mehr üben. Letzte Runde, okay. Schade. Die hätten wir jetzt noch gebraucht. Ah, echt schade. Da sehen wir Citroën, Honda, Citroën. Dann wieder ein Honda und dann wir mit unserem Volvo. Echt schade. Echt schade. Ja, der eine Fehler hat uns mindestens P4, wenig das Treppchen gekostet. Hat aber trotzdem Fun gemacht. Und wir sind erster noch in der WM-Wertung von Michaelis Lopez Müller. Sehr schön. Wunderbar. Dann schauen wir rein. Vorsprung haben wir. Letztes Rennen in Shanghai. Das könnte ich mir auch DTM vorstellen. Shanghai, Spa. Salzburg, ich würde sagen, nicht. Portimao, DTM. Ja. Oschersleben. Ja. Moskau. Müssen wir vielleicht individuell DTM testen. Ich will ja die GM-Cars auch fahren. Aber das ist, gilt eigentlich für beide. So eine große Strecke. Mid-Ohio. Auf alle Fälle, Laguna Seca müssen wir schauen. Das hat irgendwer mal da geschrieben, dass ihm die nicht gefällt. Mir eigentlich schon. In erster Linie muss ich mal schauen, dass ich halbwegs zurechtkomme auf der Strecke und dass die KI auch ganz gut dabei ist. Und das zählt für mich einmal in erster Linie. Und in Laguna Seca ist die KI eigentlich sogar relativ stark. Mal schauen, dass wir halbwegs. Ja, gut. Alles gleich geht nicht. Hungaroring auf alle Fälle für beide. Zolter müsste auch gehen und Norrisring werden wir traditionell wieder starten, wahrscheinlich auch mit der Jemka. Das ist bei mir so ein bisschen jetzt drinnen, der Norrisring im Start. Ein bisschen traditionell bei mir, wenn ich es nicht vergesse. Wunderbar, Freunde, dann sage ich danke fürs Zuschauen und in Kürze gibt es dann Shanghai, die letzte Strecke WTCC und dann schauen wir, was wir als nächstes fahren. Wie gesagt, Jemka ist schon einmal ein heißer Favorit, aber ich kann mir das noch einmal genauer anschauen. Auch DTM, die neue, was hier gibt. Würde mich auch interessieren. Würde mich auch interessieren. Wo haben wir die drin? Wo haben wir die drin, Freunde? DTM 2016, genau. Ja, da werden wir schon was finden. Dann sage ich danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.